herzliches Hallöle und damit willkommen zurück hier bei Anno 1800 in einer neuen Aufnahmesession, Freunde, die vermutlich auch etwas länger gehen wird heute, denn ich habe etwas Zeit mitgebracht, sozusagen. Hier herrscht immer noch der städtische Karneval, was uns 100% Besucher beschert. Ich vermute deswegen auch diese grandiose Bilanz hier an dieser Stelle. Okay, trotz alledem, wir gucken einmal, dass wir in dieser Folge zumindest erst einmal unsere Sachen stabilisieren. Wir haben nämlich noch ein kleines Schnapsproblem und die Kleidung nimmt ab. Und dahingehend schauen wir einmal zu unserer Fabrikinsel sozusagen, die ja an dieser Stelle liegt, wie es hier überhaupt steht. Also uns fehlt auf jeden Fall nochmal Arbeitskraft, was im Grunde jetzt erstmal nicht so dramatisch ist, in Anführungsstrichen. Ich glaube, wir brauchen hier aber noch ein weiteres Stadtzentrum. Schauen wir mal kurz hin. Wir brauchen dazu mit Sicherheit eine kleine Kirche. Die platzieren wir einfach mal an dieser Stelle, wenn wir nach da hinten erweitern wollen. Aber das ist eigentlich auch ungünstig, denn wir haben ja hier gut Kupfer, Steinkohle. Okay, aber das können wir auf anderen Inseln, das sind drei Vorkommen, das können wir auf anderen Inseln auch noch abgreifen. Von daher hier einmal wenden, den Kirchplatz sozusagen aufbauen an dieser Stelle und schauen wir mal, was brauchen die denn zur Zufriedenheit, ist quasi da, außer das Wirtshaus. Wir wollen noch ein Wirtshaus dazu nehmen. Ich glaube, das ist irgendwie an dieser Stelle genau, das Wirtshaus fehlt. Aber ich glaube, dass... Jeder ist hier für den anderen da. Nee, das Wirtshaus ist... Ach, da ist... Nee. Wo haben wir denn das Wirtshaus hingebaut? Freunde. Das ist die Feuerwache. Das ist klar. Aber wo haben wir denn das... Ach, da haben wir das Wirtshaus hingezimmert. Okay, genau, das Wirtshaus fehlt noch an dieser Stelle. Und dem wollen wir dann auch hier nachkommen. Ganz klare Luzi. Und ja, wir bauen weiter aus. Sehen zu, dass wir weiter ausgebaut bekommen. Und da ging nicht allzu viel. Ja, das geht nicht so. So geht es nicht weiter. Nein, so geht es nicht weiter, Freunde. So, und auch hier erweitern wir die ganze Geschichte. Und wir haben erneut kein Holz mehr. Ein Schiff erster Klasse. Und die Fregatte Münchhausen. MS Münchhausen. Das muss ja sein, die Zeit muss sein, auf jeden Fall. So, dann fahren wir noch mit der MS Münchhausen hierhin. Aber wir laden natürlich die TH mal mit entsprechend Holz voll. Und schicken sie auf lange Reise. Ja, ich weiß, ihr habt keine. Und auch der Schnaps, die Schnapsbrennerei sozusagen, ist da gering. Ist da sehr gering. Und wo haben wir denn unsere... Wir sind völlig unterbesetzt. Also das ist die Wachsmacherei. Und Achtung, hier ist die Bäckerei, ist auch unterbesetzt. Aber wir haben doch hier eigentlich recht viele Schnapsbrennereien. Sind denn die... Karren überlastet? Eigentlich auch nicht. Hier warten noch wieder welche. Die werden aber jetzt entladen. Sollten wir weiter Schnaps brennen? Das ist hier die Frage. Ei. Und hier ist es Brot. Ja, Brot und... Brot und Schnaps. Ja. Geht hier komplett voll. Okay, ich glaube, wir sollten als allererstes natürlich mal versuchen, das wahre Glück auf Erden, hier weiter unseren Arbeitskraftmangel auszugleichen. Denke schon. Und was wir auf jeden Fall in Angriff nehmen müssen, ist hier diese Expedition abschließen. Das machen wir sofort, wenn hier stabilisiert wird. Und kann ich eigentlich im Handelsmenü, kann ich eigentlich hier irgendwas einstellen?
kann ich eigentlich hier einstellen beispielsweise? Nein, kann ich nicht. Will ich auch gar nicht. Ich muss doch hier irgendwo Konsumgüter. Ach so, hier kann ich die Rohstoffe selektieren. Das ist auch in Ordnung. Die Feierlichkeiten sind beendet. Aha, von Brimdale sind beendet, aber man sieht es auch gleich sofort. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Auch das ist klar, dass sie sich verringert hat. Jedes Schiff braucht ein Wir festes... helfen, wo wir können. Es mangelt an Arbeitskraft. Aber sowas von. Kernfrage ist ja Kartoffeln. Mangelt es denen denn an? Ein? Okay. Okay. Das kann ich verstehen. So, wir bauen das hier erstmal aus. Hier hinten die Bauernhäuser. Damit wir vorne natürlich auch die Siedlungen weiter ausbauen können. An dieser Stelle. Und ich denke, das wäre ein Kandidat. Und diese hier wären auf jeden Fall Kandidaten. Diesen Sonntag stelle ich die Frage aller Fragen. So. Ich denke, damit sollte zumindest fürs Erste dieser Arbeitskraftmangel langsam aber sicher abklingen. Hier muss noch Wurst, Seife und Brot. Ja, genau das, was ich wissen wollte, ist, kann ich denn, ich müsste doch irgendwie hier doch mal einstellen können, so ein Mindestmaß, oder? Also, dass mindestens so und so viele Sachen da bleiben müssten. Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage. Erholt es sich jetzt, weil wir jetzt genug Arbeiter haben? Oder erholt es sich nicht? So, wir gucken mal hier nochmal zur Hauptgeschichte. Schnaps ist da immer so ein Thema. Auch Kleidung nimmt hier rapide ab. Das tut weh. Es ist, dass wir gerade so versorgen können. Ne? Gerade so. Wir müssen Schnaps und wir müssen Kleidung weiter ausbauen. Das hilft nichts. Auf keinen Fall. Also müssen wir an dieser Stelle einmal nochmal so ein Kartoffelfeld aufbauen. Alle, nee, zwei fehlen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Um Gottes Willen, wo denn das? Wo brennt's denn? Da hinten ist kein Weg, okay. Wollen wir mal ein Weg hinbauen. Und wo ist ein Feuer ausgebrochen? Herrschaftszeiten, wo ist denn hier ein Feuer ausgebrochen? Fehlende Ware. Von der Wachserei, ja, das verstehe ich, aber... Wir haben jetzt grundlegend erst nochmal so ein Überschussproblem. Ganz gerne in dieser Form erstmal ausgeglichen haben wollte. So. Da fehlt echt ein einziger. Na gut, dann setzen wir dich dahin. So, fehlende Ware ist auch klar. Hier muss erstmal produziert werden. Und Spielstand auch gespeichert. Hier müssen wir nochmal eine Schnapserei backen. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, hier auch noch so ein Lagerhaus aufzustellen. An dieser Stelle. Und auch das werden wir tun.
Und was fehlt denn hier noch? Wir müssen das hier wirklich definitiv stabilisieren. Uns fehlt hier auch noch so eine... Frage, es fehlt uns wirklich eine Kleidungsbutze oder... Ein letzter Blick. Minus zwei. Aber Wolle haben wir genug, also brauchen wir hier an dieser Stelle nur, in Anführungsstrichen nur, eine weitere Kleidungshütte. Wir werden mal zwei Kleidungshütten aufstellen. So. Ja, damit hätten wir das. Und ich schicke schon mal unsere... Oh, ein letzter Blick. Natürlich. Bei besonders guter Laune. Lektorieren. Wir wollen auf jeden Fall der hier Zweck mehr Plus machen. Und wir wollen auch mehr Zufriedenheit reinbringen. Also das ist ein ganz wir das trägt sehr ihre gut. Handschrift. Auf jeden Fall trägt es meine Handschrift. Denn ohne meine Handschrift... Die Flammen wurden gelöscht. So. Müssen wir von oben mal angucken hier. An dieser Stelle. So. Und, so, das nächste Baugebiet sozusagen ausgestaffelt. Und, was wollte ich? Ach ja, genau. Ich wollte hier auf jeden Fall losschieben. Neue Ziele. Und ich wollte hier auf jeden Fall Holz einpacken. Genau. Ei. So, fehlende Ware. Ich glaube, auch hier müssen wir... So eine Schäferhütte müssen wir doch nochmal bauen. Ich glaube, wir machen noch so eine Schäferhütte. Muss hier mit zu nochmal. Das sind drei kleine oder auch größere Felder. Das muss sein. Das muss sein, Freunde. Und ich hoffe, es stabilisiert sich allmählich. Auch der Fisch bleibt noch stabil. Wurst. Wir haben noch genügend Schweine in Anführungsstrichen. Und ich glaube, wir müssen hier mal so einen halben Cut machen und wir müssen hier hinten nochmal so ein Lagerhaus hinsetzen, wenn nicht sogar zwei Lagerhäuser. Und wir müssen noch, ich glaube, ich baue hier noch so eine Schweinezucht. Frauenaugen, welch seltene Schmetterlingsart. Ich werde das den Treuhändern schon irgendwie erklären. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und bitte eine Wurstfabrik nochmal. Genau. Und denn allmählich ist es auch soweit, wir haben fast keine Ziegelsteine mehr. Das heißt, die nächste Sache, die wir hier reinpacken werden, sind mal... 100 Ziegelsteine. Und auf den schicken wir schon mal auf die Reise. So, ich glaube, das Ziel Stabilisierung nimmt zu und nimmt zu. Genau, Brot ist natürlich auch noch so eine Sache. Jetzt ist die Frage, wir haben Mehl, das passt eigentlich alles soweit. Ob wir hier auch nochmal das Brot stabilisieren wollen. Ich glaube, von der Anzahl her passt das schon soweit. Von der Anzahl her passt das schon soweit. So, wenn wir hier noch eine... Spielstand gespeichert.
So. Ein weiteres Lagerhaus, denke ich, ist hier. Kann hier vonnöten sein. Doch als allererstes bitte nochmal eine Mühle. Glaube, reicht denn da eine Mühle noch? Ich schaue nochmal eine Mühle und natürlich noch. Kriegen wir noch zwei Bäckereien hin? Nein, noch nicht ganz. Nicht ganz zwei Bäckereien, aber. Neue Ziele. Hier ist Nachschub, Freunde. Dort vielleicht ist Nachschub. Hätte ich meine Berater vorher fragen sollen. Und hier bauen wir auch nochmal auf. Leinen los! Oh, du meine Güte! Ja, aber glaub mir mal, ich bin gewappnet. Ich bin gewappnet. Liebe Dame. Oh, ich hoffe, ich habe sich das Falsche genommen. Neue Ziele. Nein, das. Oh, habe ich. Hä? Auf die alte Dame ist Verlass. Na nü. Was habe ich denn jetzt gemacht? Leinen los! Aber Leute, ich hab doch gerade erst. Ich hab doch Steine eingepackt, oder bin ich jetzt völlig durchgeknallt? Ich bin mir sicher, ich habe Steine eingepackt. Wirklich sicher. Gut, vielleicht sollten wir hier einmal. Oh, das ist überfordert wahrscheinlich. Wir bauen das mal aus. Wir haben hier echt nur ein Lagerhaus, ne? Das geht so nicht. Wir können nicht ein Lagerhaus dahin bauen. Wir müssen ein zweites Lagerhaus. Da war unser Problem. Die Menschen lassen sie hochleben. Ah, ein Stadtfest hat begonnen. Okay. Investieren wir auch hier weiter in den Ausbau. Meine Was ist das hier? Ah, ein Clipper, okay. Weltmeere, immer auf der Suche. Ach du mein, ich bin ein Deppert, du Scheiben. Da war es doch. Unsere TH. So, ich möchte parallel dazu, möchte ich hier ganz gerne nochmal. Oh, wir können ein Linienschiff bauen. Und machen wir auch, und zwar zwei Stück an der Zahl. Bauen wir definitiv Linienschiffe. Um unsere Kriegsflotte aufzurüsten. Polizeiwache und Feuerwache. Ich glaube, wir setzen an dieser Stelle noch eine zweite Polizeiwache ein. Schade, wir kriegen die da nicht hin, ne? Ne, kriegen wir nicht hin. Da ist schon eine und vielleicht sollten wir einfach hier nochmal eine hinsetzen. Ich glaube, das könnte helfen. Ein Schiff erster Klasse. Sehr gut. Die TH ist schon da. Oh, sie ist sehr gut unterwegs, muss ich sagen. So, dann haben wir da auch schon mal. Und wir haben hier ein deutlich massives Problem an Arbeitern in dem Sinne. Und okay, wir wollen mal gucken, wie weit wir kommen, wenn wir so einfach mal die Ernte direkt fährt ausbauen. Ein. Und die Bauern mal quasi außen vor lassen, ohne jetzt die Stadt zu erweitern. Gespeichert. Es mangelt an Arbeitskraft. Aber selbstverständlich mangelt es an Arbeitskraft. Wir haben ja auch extrem zugelegt, das muss man auch mal sagen. Schnaps ist immer noch keine gute Wahl. Ich bin so glücklich, wenn du glücklich bist.
krasse Nudel. Oh, eine Inspektion. Immer noch fehlende Ware, okay. Und ach ja, stimmt, wir wollten ja hier noch so ein Lagerhaus nebenan ransetzen, ne? Und auf jeden Fall wollten wir das machen. Und den bauen wir auch gleich aus. Damit wir hier genug Karren haben. Und sonst sieht es eigentlich im Grunde erstmal ganz gut aus. Ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Es hält, es schwankt, es geht mal hoch, es geht mal runter. Genau. So, wir setzen noch hier einen und da nochmal einen höher. Und dann könnte das sogar... Ja, das könnte jetzt gerade so reichen. Hier entsprechend Zulauf herrscht. Oh, jetzt bin ich hier mal eben Arthur Gasparov. Der macht mir Sorgen hier, der Bursche, der Arthur. Der macht mir so ein paar richtig Sorgen. Okay, also. Flugblätter, Streiks und Meinungsfreiheit. Wenn uns die Bonzen das nehmen wollen, dann nehmen wir ihre goldenen Löffel und stecken sie ihnen sonst wohin. Schule, Moment. War das hier? Nein. Zumindest haben wir genug zu essen. Schuften, schlafen, schuften. Jeden Tag dasselbe. Okay, ich glaube, das war hier, ne? Ich glaube, hier verlangten die nach einer Schule. Kann das sein? Schule. Gottes Willen, Schule, ja, Schule, Ja, ist die Frage. Wir könnten hier die Schule hinsetzen, aber wer will denn eine Schule? Der möchte eine Schule. Aber im Moment ist das auch nicht nötig. Von daher gebe ich das Geld jetzt einfach mal nicht aus. Wir lassen das mal so. Ich glaube, es stabilisiert sich gerade ein wenig. Ich glaube, ja, 24, 28. Wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Und wir schauen mal, wie sich es auch hier entwickelt. Ich glaube, das müsste fürs Erste mal reichen. Außer Kleidung. Die wird immer weniger. Und wir sind 26. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Okay, Freunde. Wir schauen nochmal kurz rüber in die neue Welt, ob da alles soweit in Ordnung ist. Hier hält sich alles so, wie es sein soll. Die Flotten liegen vor Anker. Es ist soweit in Ordnung. Und was ich vielleicht hier ganz gerne noch machen würde... Okay, also hier könnte man Elektrizität aufbauen. Melone. Baumwollplantage. Ich halte das mal so. Weil ich glaube, die Insel ist hier echt zu klein zum extrem größeren Expandieren. Von daher ist soweit erstmal alles gut. Und Optionen wären ja noch da, wenn man so will. Gut, schauen wir mal, was haben wir denn hier noch an Kanonen? An Kanonen haben wir gar nichts, sehen wir gerade. An Kanonen haben wir gar nichts, von daher Spielstand gespeichert. Hier ist die Clipper, die hat noch 25 Kanonen drauf. Nice, dann packen wir die mal rein, denn was ich hier ganz gerne machen wollte, ist Kanonenturm. Der braucht 10, das heißt 20, wir können zwei große Kanonentürme hier setzen.
Da einen hin und da einen hin. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Genau, so. Und Sie tun, was nötig ist, um Haus und Hof zu schützen. Selbstverständlich tue ich das. Und das Gleiche schauen wir jetzt nochmal in der alten Welt. Entsprechend, hier haben wir nämlich auch nur je einen Kanonenturm. Und ich möchte ganz gerne, dass wir hier einen Reparaturkran, den würde ich ganz gerne aufbauen. Das würde auch nochmal gehen. Hier machen wir den Reparaturkran hin. Und das andere, was natürlich kommen soll, ist der Kanonenturm. Wenn wir hier einen aufstellen, wir werden dort einen aufstellen und wir werden auch hier nochmal einen aufstellen. Von daher haben wir hier jetzt, glaube ich, echt extrem zugelegt. Ja, und die beiden Linienschiffe sind in Bau. Ich glaube, wir haben unsere Region hier ganz gut jetzt stabilisiert. Ein Feuer ist ausgebrochen. Gottes Willen, wo denn das? Eieieiei. Können wir mobilisieren? Na, Ackerfläche nicht mobilisieren, aber wir können den hier mobilisieren. Und wir können hier nochmal mobilisieren. Jetzt sind, denke ich, genügend Feuerwehren unterwegs. Sollten zumindest unterwegs sein, das hier entsprechend zu löschen. Schiff unter Beschuss. Oh mein Gott. Die Spanten brechen. Schiff unter Beschuss. Oh mein Gott, Freunde. Oh mein Gott, Freunde. Ich glaube, Schiff unter Beschuss. Wir müssen uns hier gleich um ein Problem kümmern. Ja, die Spanten brechen. Um ein richtiges Problem müssen wir uns jetzt einmal kümmern. Ein Schiff wurde zerstört. Und auf jeden Fall gibt es hier ein Problem. Ein Schiff wurde zerstört. Ja, ich möchte hier einfach nur erstmal raus, bitte. Und ich glaube, wir müssen hier erstmal aufräumen. Die Waffenruhe wurde beendet. Oh, nee, da wollte ich nicht rein. Das tut mir furchtbar leid. Hallo? Wollte das jetzt erstmal löschen. So mutig und so viele Leben gerettet. Die Flammen wurden gelöscht. Um Gottes Willen, das Linienschiff, das muss hier erstmal weg. Und wir müssen hier auf jeden Fall noch zwei Schoner nachbauen. Ich glaube, wir hatten zwei Linien, genau, und wir müssen zwei Schoner nachbauen. Ansonsten bricht das hier gleich zusammen. Was wir machen können, ich glaube, wir haben hier die TH liegen, genau, wir haben die TH liegen. Und wir können hier mal Kleidung und Schnaps ist, glaube ich, das, was uns gerade richtig zu schaffen macht. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war zum Ende der Folge hin schon mal nochmal, sage ich dazu. Wir müssen natürlich weiterhin zusehen, dass wir noch eine Fregatte, glaube ich, das ist, glaube ich, ganz gut. Jetzt natürlich unsere Flotte erweitern, denn das hat uns mal eben richtig wehgetan. Und von daher gespeichert. Genau, speichern wir den Spielstand und sehen uns in der nächsten Folge, wenn es euch gefallen hat. Wie immer, lasst mir ein Däumchen da, gerne noch ein Abo und schreibt mir was in die Kommentare. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch in der nächsten Folge Anno 1800. Bis dahin, ciao, ciao.